Unsere Instagram-Community hat uns mal wieder viele neue Fragen gestellt. Deshalb geht es unter anderem um neue Motorradhelme wie den HJC Erfa 12. Es geht um Lieblingsmotorradmarken und noch super, super viele weitere Fragen. Deswegen starten wir direkt durch. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV zu einem neuen Video begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Unsere Instagram-Community war fleißig und hat Fragen gestellt. Wenn ihr noch nicht zur Instagram-Community dazugehört, dann holt das sehr gerne mal nach. Und der erste Link in der Videobeschreibung führt euch auch zu Instagram. Wir sind bei der ersten Frage und zwar bei Emil Grebe, der fragt: HJC Erfa 71 für 125er gut und welches Freisprechgerät passt da in die Vorrichtung? Der Erfa 71 ist genau dieser Helm, das ist der neue Tourenhelm von HJC, habe ich euch auch schon auf unserem Zweitkanal vorgestellt. Wir haben hier eine Pinlock-Linse, wir haben natürlich auch eine schöne Sonnenblende. Hier die Besonderheit, dass wir die auch in der Entfernung zum Gesicht ein bisschen verstellen können. Wir haben einen super kleinen Spalt. Wir können hier die HJC eigenen Freisprechgeräte anbauen, die zusammen mit Sena entwickelt wurden. Und zwar ist das 21B und das 50B, was da eingebaut werden kann. Das Ganze verschwindet hier, genauso wie auch hier drin. Also ihr habt hier keine großen abstehenden Teile, was natürlich super, super schön ist. Und das Ganze lohnt sich natürlich auch für 125er, denn auch mit 125er sind wir im Bereich von 120 km/h irgendwo unterwegs und für diese Geschwindigkeiten braucht man definitiv auch einen guten Helm und da ist zum Beispiel der Erfa 71 sehr schön. Und es geht direkt weiter mit der Frage von Micha807. Der fragt: Meinung zu Street Fighter V2. Erstmal, damit wir sie alle vor Augen haben, hier ist dieses wunderschöne Motorrad richtig schick. Vielleicht sogar das schönste Naked Bike ever. Doch für mich wahrscheinlich schon. Schönes Motorrad, wiegt 178 Kilogramm trocken, 153 PS und ist damit schon ein extrem krasses Motorrad. Natürlich die V4 wäre nochmal heftiger. Aber für mich persönlich würde die Leistung mehr als reichen. 18.700 Euro UVP habe ich mir auch aufgeschrieben und das ist, warum ich keine V2 habe. Don't Hassle the Hoff fragt: Guter Hoodie mit Protektoren. Da gibt es super viele verschiedene Modelle von Magna, zum Beispiel die Nucollen Hoodie, auch mit Schulterprotektoren und Ellenbogenprotektoren gleich drin. Und unter die Kevlar Hoodies kann man auch schön einen Hartschalenrückenprotektor oder gar eine Airbag-Weste tragen. Zum Beispiel in Kombination mit dem Hartschalenrückenprotektor fahren sowas auch sehr gerne Stuntfahrer. Alternativ dazu auch nochmal den Dainese Demon. Finde ich auch einen sehr schönen Hoodie. Ist auch, obwohl der Nese draufsteht, noch recht bezahlbar. Elisa 8 schreibt: Was ist der günstigste Sena-Helm? Das sind die Auslaufmodelle von Outride und Outrush Air. Das sind so die günstigsten Helme. Man muss allerdings auch der Fairness halber sagen, das sind die Modelle, mit denen Sena das Helmebauen angefangen hat. Denn die haben ja vorher wirklich nur Freisprechgeräte gebaut. Und das merkt man bei den Helmen. Also gerade zum Striker und ähnlichen neueren Helmen oder Premium-mäßigeren Helmen ist das schon ein großer Unterschied. Deswegen würde ich in dem Preissegment so 170 bis 200 Euro, die Outride und Outrush kosten, würde ich eher einen guten, günstigen Helm wie, was weiß ich, einen Carbag Avalon X, einen Shark Riddle oder ähnliche Modelle würde ich euch da wirklich eher empfehlen und macht dann ein externes Gerät dran. Ja, da steht ein bisschen mehr ab, aber da bekommt man am Ende des Tages mehr für sein Geld. Ja, KST fragt: Die besten Motorrad Handyhalterungen. Da kann ich auch nur aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich habe einen Quadlock, bin damit super zufrieden. Als bekannte Alternative gibt es SP Connect. Und da würde ich einfach sagen, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr eine Handyhalterung? Wenn ja, welche und wie gut seid ihr damit zufrieden? Und hattet ihr vielleicht auch schon mal das Problem, was man ja schon öfter gehört hat, dass die Fokussierung von den Handykameras, dass die kaputt gehen kann? Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Denn tatsächlich, ich habe, wie gesagt, für mein Helmexpress-Motorrad einen Quadlock und damit ist auch noch nichts passiert. Ölwechsel Olli fragt: Wie teuer ist ein Helm mit verspiegeltem Visier? Und da gibt es eine riesen Preisspanne. Du kannst am oberen Ende irgendwo 1600 Euro für einen AGV Pista ausgeben. Du kannst bei einem SMK Gullwing, da haben wir zum Beispiel auch ein getöntes Visier, da kannst du unter 200 Euro ausgeben. Du kannst irgendwo auch im mittleren Preissegment, wir haben zum Beispiel hier für den Shark Spartan RS, haben wir auch verschieden getönte und verspiegelte Visiere da. Also auch ein rot, ein blau verspiegeltes Visier haben wir, glaube ich, da. Da sind wir irgendwo im mittleren Preissegment, je nachdem, welches Dekor du nimmst und ob du die Fiberglas-Variante oder eine Carbon-Variante haben möchtest. Aber für das Modell haben wir sehr schöne Visiere da. Fabian Hammerstein fragt: Welchen guten Integralhelm gibt es bis maximal 250 Euro? Da möchte ich euch an dieses Video verweisen. Das haben wir Anfang des Jahres aufgenommen. Da geht es um unsere Top 5 der sportlichen Integralhelme bis 250 Euro und mit ECE 22.06 Homologation. Schaut euch das sehr gerne an.
Stefan KTR fragt jetzt, wann kommen die HJC Airfa 12 Designs zum Kaufen? Grundsätzlich erstmal die Vorbestellungen laufen, also ihr könnt euch jetzt schon einen bei uns vorbestellen. Wir haben nämlich auch schon bei HJC bestellt, schon vor einer ganzen Weile. Egal, auf jeden Fall kommen die so Mitte März rein und ich hoffe natürlich, dass ich vorher schon mal von HJC an den Vorführer komme, damit ich euch das Ganze im Vorwege schon mal aufklamüsern kann, euch den Helm zeigen kann. Aber grundsätzlich für den Endkunden bekommen wir die Mitte März rein und die Vorbestellungen laufen. Rodding 5505 fragt, der Schubert C5 eventuell mal vorstellen. Haben wir. Das ist ja der C5, also der Klapphelm von Schubert. Den haben wir euch auch schon vorgestellt. Wir waren, glaube ich, sogar eine der ersten, die den vorgestellt haben. Also schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich dir unsere Videos zum C5. Kannst du dir gerne angucken. Und es geht weiter mit Daniel A.MTS. Gibt es von BMW auch 125er? Streng genommen ja, denn es gibt diesen CE02 Elektroroller. Der ist mit A1-B196 zu fahren. Das könntest du machen. Grundsätzlich Verbrenner-Motorräder gar gibt es nicht im 125er Bereich. Ähnlich wie bei Ducati, da kriegst du auch keine 125er. Und Daniel fragt ebenfalls, deine Meinung zu den ganzen KTM 1290 Duke. 1290 Super Duke ist ja ein geiles Motorrad, definitiv. Ich hatte 2017 drei Wochen die damalige Super Duke, das müsste die zweite Generation gewesen sein. Ich guck mal, ob ich hier noch ein Bild davon finde. Richtig geil. Und ja, braucht man die Leistung? Vermutlich nicht. Aber es ist schon geil, ihr in dieser, in Anführungsstrichen, ja, 1000er oder 1300er Klasse meinetwegen auch, ja, zu fahren, weil einfach immer Leistung da ist. Egal welcher Drehzahlbereich, ist es immer genug Leistung da. Persönlich steige ich da jetzt aber aktuell gerade nicht ganz so durch. Es gibt die 1290 Super Duke Air, es gibt die RR, es gibt die Evo Air. Wo da die Unterschiede sind, weiß ich nicht so ganz genau. Grundsätzlich ist, glaube ich, so das allgemeine Verständnis, dass von der ersten Generation die weiteren dann schon etwas kontrollierbarer und nicht ganz so wild geworden sind. Wir haben gerade auch bei uns im Ladengeschäft eine ziemlich schöne Super Duke, hier in dem dunkleren Colorway, auch ein 2023 Modell, sehr schön. Wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, dass wir auch Motorräder haben. Und natürlich nicht im Online-Shop, sondern nur im Ladengeschäft. Direkt neben dem Helmexpress-Shop ist das ein Gebäude. Gut, Jonathan19th fragt, oder 19th fragt, fährst du Motorrad, wenn ja, was? Und zwar habe ich mir damals mit 14, das ist schon sehr, sehr lange her, die erste 110 Kubikzentimeter Enduro bei eBay gekauft. Das ist schon so lange her, da gab es bei eBay noch so Pappsterne, wenn man irgendwie 5 Käufe getan hat oder wenn man 10 Sachen gekauft hat, da gab es so kleine Pappsterne, die du per Post zugeschickt gekriegt hast. Egal, damit bin ich angefangen und zwar im Garten bei uns. Das fand mein Opa nicht so lustig. Ja, long story short, bin dann mit 15 Mofa gefahren und dann mit 16 125er. Und so ging das dann weiter. Und aktuell habe ich von Helmexpress aus eine 2018er Honda CBR 650F. Kennt ihr bestimmt von unserem Instagram oder auch mal von einem YouTube-Video. Vioi GH fragt nach meinem Lieblingsmotorrad. All-Time-Classic, ihr kennt es vielleicht, ist die SC59, die Honda CBR 1000RR Fireblade aus den Jahren 2008 bis 2010. Ja, warum habe ich keine? Weil sie immer noch extrem hoch gehandelt werden. Ich habe heute extra mal für dieses Video nachgeguckt. Was ich mir vorstelle, ist eine mit einer moderaten Laufleistung von irgendwo unter 40.000. Ich hätte gerne ABS und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Die liegen aber immer noch bei über 7.500 Euro. Ich habe natürlich auch schon mal gefragt, ey, wenn wir mal im Laden sowas ankaufen, ob er dann mir Bescheid sagen könnt. Aber ich will mich auch gar nicht in diese Drucksituation bringen, denn die können sie natürlich auch nicht dann verschenken. Und ja, die sind einfach leider aktuell noch sehr teuer. Mal gucken, ob die irgendwann mal runtergehen. Natürlich ist es technisch jetzt nicht mehr das allerneueste Motorrad, aber wir haben ABS oder es gibt die Möglichkeit, eine ABS-Variante zu haben. Die hat eine Tankanzeige, die hat eine Ganganzeige. Ich bin wunschlos glücklich. Schreibt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsmotorrad und habt ihr es oder habt ihr es genauso wie ich noch nicht. Simon Wildermuth fragt, kannst du einen Halswärmer empfehlen? Hals und Brust sind immer kalt. Ja, gibt es ein schönes Modell von Magna, habe ich auch. Das ist letztendlich eine Sturmhaube in Kombination mit einem Halswärmer. Es gibt auch Halswärmer separat nochmal von Magna. Packe ich die auch unter diese Frage in die Videobeschreibung, aber ich würde gleich die ganze Variante nehmen. Rieck-Tim fragt, was hältst du vom Scorpion Exo R1? Scorpion Exo Evo R1R, das ist, glaube ich, der korrekte Name. Sehr, sehr lang geworden. Besonders, weil hier mit dem Airfit Concept, das heißt also, man kann die Wangenpolster wieder aufpumpen und an sein eigenes Gesicht anpassen, was sehr geil ist. Sonst 1350 Gramm, extrem leicht, trotz neuer Helmprüfnorm. Schöner aerodynamischer Racing-Helm. Ja, gibt es auch ein paar richtig geile Dekore. Also Scorpion kriegt von mir immer einen Daumen hoch.
Cooler Helm. Und es geht weiter mit Anibel 7. Wo kann ich einzelne Visiere getönt und verspiegelt kaufen? Wenn wir fleißig waren, dann kannst du bei uns einfach auf der Homepage den Namen von dem Helm angeben, zum Beispiel Schubert C5, und dann scrollst du ein bisschen runter und dann ist da alles Zubehör verlinkt. Unter anderem auch getönte und verspiegelte Visiere. Sonst gibt es aber auch bei uns auf der Homepage eine separate Rubrik. Wichtig ist nur, immer die Originalvisiere der Hersteller kaufen, in getönt und verspiegelt, nichts irgendwie extern und keine Folie drauf machen etc. Man muss allerdings sagen, weil jetzt in letzter Zeit so viele neue Modelle rausgekommen sind, kann es sein, dass dafür noch keine getönten und verspiegelten Visiere da sind, denn die Hersteller, die schmeißen erst die Helme auf den Markt und dann kommt das Zubehör. Dementsprechend kann es gegebenenfalls auch noch mal ein paar Wochen und Monate, vielleicht sogar auch bis zur neuen Saison dauern, bis eben das ganze Zubehör für die neuen Modelle angekommen ist. Thunhan fragt, AGV Pister, ja oder nein? Denkst du, der ist von der Lautstärke okay? Also es geht um diesen wunderschönen Helm hier, habe ich euch schon ganz, ganz oft gezeigt. Ist der okay von der Lautstärke? Ja, grundsätzlich, aber wenn ihr höhere Geschwindigkeit mit dem Motorradhelm fahrt, egal welches Modell, Gehörschutz, schützt euer Gehör da auf jeden Fall, denn es ist ein absoluter Irrglaube, dass man das bei aktuellen Helmen nicht mehr braucht. Hohe Geschwindigkeit, Autobahn-Session, auf jeden Fall mit Gehörschutz, um eben auch langfristig gut hören zu können. Den Pista kauft man natürlich als Straßenfahrer auch immer mitunter aufgrund der Optik und ich hole nochmal, die ist einfach unschlagbar. Und das ist wie beim Fiat 500, beim Mercedes G-Modell oder so. Die dürfen da auch gar nicht so viel dran verändern, denn die sind einfach super ikonisch hier von der Optik. Und ja, das kauft man einfach natürlich mit. Und die Performance ist auch super. Wobei natürlich auch nicht alle die nutzen, aber in meinen Augen absolut in Ordnung. Weil einfach die Optik da ist, wir haben die Sicherheit, wir haben eine neue Homologation, wir haben auch die FIM-Homologation, weil er ja im Rennsport auch genutzt wird. Kann man kaufen, wenn man möchte, braucht man das der Performance halber die meisten vermutlich nicht. Da geht auch ein K6S oder ähnliche Modelle und die reichen da vollkommen aus. Aber Optik und Prestige wie bei diesem Helm bekommt man sonst halt nicht. Till Wendrich fragt, was ist deine Lieblingsmotorradmarke? Und ich bin jetzt Hondas gefahren, ich bin Yamahas gefahren, ich hatte eine Triumph und muss sagen, ich habe keine Lieblingsmotorradmarke, denn es gibt von verschiedensten Marken Motorräder, die mir richtig, richtig gut gefallen. Es gibt aber quasi keine Marke, wo ich sage, ey, da sind alle Motorräder ziemlich geil. Außer Ducati, da sind wirklich alle Motorräder, die mich ansprechen. Aber eine richtige Lieblingsmotorradmarke habe ich nicht. Ich habe natürlich Marken, wo ich mich eher verbunden zu viele oder wo ich eher die Motorräder mag. So würde ich zum Beispiel immer Yamaha und Honda, Kawasaki und Suzuki vorstellen. Sind das deswegen schlechte Motorräder? Natürlich auf keinen Fall. Ja, da habe ich einfach keine Verbindung zu. Das ist alles. Oder zum Beispiel bei Triumph, da finde ich wirklich nur die Street Triple und die Speed Triple interessant. Alles andere spricht mich einfach nicht an. Und mir tut es in der Seele weh, dass sie jetzt auch noch die Daytona gekillt haben. Und zum Beispiel auch von Harley, da finde ich die Nightstar, da finde ich die Sportster sehr geil. Alles andere spricht mich nicht so an. Grundsätzlich von einer Marke, eigentlich eine super, super coole Marke und der ganze Vibe, der damit verbunden wird. Aber ja, sprechen mich persönlich auch nur wenige Modelle an. Alexandra Hamburg fragt als nächstes Suzuki GSX R125 oder Yamaha YZF R125. Wir haben gerade auch eine Suzuki GSX R125 im Laden. Auch ein schönes Motorrad. Grundsätzlich ist, glaube ich, auch die einzige GSX-R, die es aktuell in Europa gibt. Suzuki war ja so einer der letzten Hersteller, der die 600er-Klasse auch rausgenommen hat. Mal gucken, ob die auch wieder jetzt eine bringen. Aber ich meine, im Moment ist die GSX-R 125 auch die einzige GXR in Europa. Aber auch mit der Yamaha YZF R 125 kann man absolut nichts falsch machen. Also beides absolut ausgereifte Großserientechnik. Für mich aber damals schon zu meiner 125er-Zeit die YZF-R, der Holy Grail. Dementsprechend würde meine Wahl da auf jeden Fall drauf fallen. Ist natürlich relativ teuer, gerade weil die auch sehr preisstabil sind, sind auch Gebrauchtmotorräder sehr teuer. Ist natürlich dann auch der Vorteil, du wirst die gut wieder los und vor allen Dingen auch zu einem ganz vernünftigen Kurs. Fabi PL fragt, im Regen freiwillig fahren, ja oder nein? Und während der 125er-Zeit kennt es wahrscheinlich jeder, da fährt man bei Wind und Witterung. Man hat halt nichts anderes und müsste sonst wieder auf die Öffis zurückgreifen, was man ja auch wahrscheinlich nicht will. Dementsprechend also in dem Zeitraum ja, seit ich ein Auto habe, nee. Also natürlich kann man es bei Touren manchmal nicht ganz vermeiden, dann ist es halt so, dann macht man das. Aber jetzt wissentlich, obwohl es heute regnet, losfahren? Nee, das würde ich nicht machen. Macht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und Mischa 598 fragt, hab mich jetzt bei der Fahrschule angemeldet für einen A1-Führerschein. Hast du da irgendwelche Tipps? Also erstmal Theorie büffeln. Lern die Fragen einfach auswendig, denn wenn man nicht gerade einen Blackout hat, dann kann man schon die Theorieprüfung auf jeden Fall in den ersten Anlauf
bestehen. Und dann als nächster Punkt auf jeden Fall Grundfachaufgaben. Die sind das A und O bei der praktischen Prüfung. Also lernen die, wenn die richtig gut kannst, dann ist es ein sehr, sehr gutes Indiz auch dafür, dass du bereit bist für die Prüfung. Und dann fragt dein Fahrlehrer auf jeden Fall danach, welche Strecken die Prüfer am liebsten fahren. Denn dann kannst du mit deinem Fahrlehrer da schon mal im Vorwege fahren. Da kann er dir auch die tricky Stellen zeigen. Da ist ein verstecktes Rechts vor Links. Da ist eine Einbahnstraße, in die du nicht reinfahren kannst und sowas. Dann kannst du diese ganzen Fallmöglichkeiten auch schon im Vorwege ausschließen. Wenn du noch nicht genug hast, dann schau dir gerne hier noch ein Video an. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Hier oben geht es zu unserem Black Week Sale. Da kannst du auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.